Hey Leute, ich bin's Phil und heute zeige ich euch mal die drei besten selbstbauenden Häuser in Minecraft. Und vielleicht haben ja die ein oder anderen schon selbstbauende Häuser in Minecraft gesehen. Falls nicht, da zeige ich euch jetzt einfach mal so die besten drei, die ich mir jetzt so rausgesucht habe. Ich finde es eigentlich recht interessant und hier habe ich mir jetzt erstmal was vorbereitet und da sind irgendwie ganz viele Silberfische. Und wie der Name auch schon sagt, bauen sich die Häuser selber auf, man muss die nicht bauen. Und das ist wirklich eine mega coole Sache. Hier unten hat man ganz viel Redstone, dazu kommen wir auch noch gleich und natürlich einen Knopf. Und hier habe ich jetzt erstmal ganz viel Erde, ein paar Bäume hingesetzt und jetzt schauen wir gleich mal, was passiert, wenn wir hier auf diesen Knopf drücken. Ich bin mal gespannt, das ist auf jeden Fall jetzt der dritte Platz und let's go, liebe Freunde. Okay, der Knopf ist gedrückt und hier fährt sich jetzt erstmal was heraus, ganz viel Erde, wird jetzt auch weggeschoben und jetzt kommt einfach ein Haus heraus und das funktioniert wirklich nur durch Redstone, was echt krass ist und wir sehen hier zum Beispiel, okay, noch ein bisschen Stein, nochmal Silberfische, die hier rauskommen, okay, sogar hier unten drunter laufen die durch und Alter, ich muss glaube ich die Sounds echt mal ausstellen, die vergiften da drin alle irgendwie, aber jetzt haben wir hier ein selbstbauendes Haus hergestellt, zwar ziemlich klein, aber es sieht wirklich ziemlich cool aus, wir haben hier drin einfach eine Crafting Bench, dann ein Bücherregal, hier natürlich auch noch ein schönes Dach. Wie das funktioniert, schauen wir uns jetzt ganz kurz mal an. So sah das nämlich am Anfang aus. Ich habe das natürlich jetzt alles durch Erde ersetzt, dass man halt nicht sehen kann, wie das gebaut wurde, beziehungsweise was das so für Redstone-Konstruktionen sind. Und wie man hier sehen kann, hier wurde echt mega viel mit Redstone gemacht und es ist auch wirklich der einzige Platz, beziehungsweise auch das einzige Haus, was jetzt mit Redstone ist. Alle anderen Häuser funktionieren mit Common Blocks und die sind nochmal heftiger. Also da gibt es echt mega coole Häuser, die sich dann von selbst aufbauen. Und hier sieht man halt echt mega viele Systeme und ich weiß echt gar nicht, wie das alles so funktioniert. Hier unten natürlich Pistons, die dann die Blöcke nach oben bringen und so weiter. Das könnt ihr euch natürlich alles selber nochmal gerne in der Beschreibung anschauen, falls es euch interessiert. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt erstmal zum Platz 2. Auf dem Platz 2 haben wir ein Self-Building-Haus von einem deutschen YouTuber. Ich schätze mal, viele kennen vielleicht schon das Haus und zwar von dem lieben MCExport.de. Wir haben hier einen Knopf und den drücken wir jetzt einfach mal. Hier sind wir extra in einer Welt gespawnt. Wenn man diese Welt downloadet, spawnt man halt hier und wir drücken mal den Knopf und mal schauen, was jetzt passiert. Und wir können sogar so ein bisschen die Sounds hochstellen. Lautstärke machen wir einfach mal so auf 70% und hier hört man, das Ganze ist natürlich durch Common Blocks gemacht, was wie ich finde auch cooler ist und jetzt hört man wirklich hier, wie sich die Blöcke bauen, wie sich das Haus so ganz langsam aufbaut, da fliegt jetzt eine Dia-Spitzhacke rein, jetzt fliegt hier Cobblestone runter und so weiter, das ist auch finde ich mega krass gemacht, die Pistons werden hier erstellt, dann auch extra mit zum Beispiel einem Schalter, der den Pisten aktiviert, ein Baum wurde da gepflanzt, auch mit Bone Meal, die Hölzer gehen jetzt langsam von dem Baum ab und jetzt wird nochmal neuer Baum gepflanzt, das Holz wird jetzt nochmal gefällt für eine Crafting Bench und dann nochmal ein bisschen Holz natürlich für diese Wände und wie das einfach so Schritt für Schritt aufgebaut wird. Macht auch wirklich viel Spaß zuzusehen. Also ist echt interessant und es geht wirklich ziemlich, ziemlich schwierig. Da hat MCExport auch mal so ein Best-of hochgeladen. Da könnt ihr auch selber mal gerne auf seinem Kanal vorbeischauen. Da ist zum Beispiel nochmal ein Pisten. Es dauert wirklich sehr lange. Natürlich, selbstverständlich. Und oh shit, da wird jetzt einfach Sand in die Luft geschleudert. Sogar mit Feuer drauf. Und jetzt, okay. Das hätte man sich natürlich auch denken können. Wenn man das im Ofen brät, dann kommt natürlich Glas raus. Und jetzt ist hier eine Kiste. Okay, da ist was in der Kiste drin. Haben wir hier was in der Kiste? Nee, leider nicht. Eine Crafting Bench sogar, die jetzt, glaube ich, da reingeht, oder? Will die Crafting Bench da rein? Hallo? Und das sieht ziemlich komisch aus. Jetzt ist die hier gelandet. Nochmal ein bisschen Holz. Da wird nochmal ein Baum gepflanzt. Wurde echt krass viel mit den Common Blocks gemacht. Sogar durch das Wasser geht es hier durch. Jetzt fängt es an zu regnen. Das ist auch gewollt. Jetzt kommt hier ein Villager. Und dieser Villager geht jetzt automatisch in das Haus. Da ist sogar ein kleiner Villager. Das sieht auch wirklich cool aus. Und was? Der ist in das Haus gesprintet. Und jetzt sind wir hier in dem Haus mit zwei Villagern, einem kleinen Villager und einem großen Villager. Mit dem können wir natürlich auch handeln. Und er hat eine Eisenschaufel mit Effizienz 3 und Haltbarkeit 3. Okay, nicht so interessant, aber trotzdem wirklich ein mega cooles Haus. Nur durch Common Blocks. Und das ist wirklich sehr, sehr aufwendig. Und das war's so zu diesem Haus von MCExport.de. Wir kommen zum ersten Platz. Für den ersten Platz habe ich mir auch extra einen Shader reingemacht. Passt auf jeden Fall. Also wir spawnen hier in einer wunderschönen Welt, wie man hier sehen kann. Da unten ist auch ein Plattenspieler und man hat hier zu Anfang eine C418 Cat Schallplatte. Und ich habe auch extra die Sounds ausgemacht für die Musikblöcke, sonst würde es ein bisschen nerven, wenn das Haus hier erstellt wird. Aber das geht natürlich auch durch Common Blocks. Deswegen lösen wir diese durch die Schallplatte aus. Und ich mache die jetzt mal rein. Und jetzt spielt C418 Cat und man sieht hier schon, ein Weg wird erstellt. Also das ist wirklich mega flüssig. Man hört diesmal aber keine Blöcke, was jetzt auch nicht so schlimm ist. Und man kann hier ganz langsam beobachten, so wie das Haus erstellt wird. Hier ist zum Beispiel schon das Grundgerüst. Jetzt kommen da ein paar Blöcke rein. Diese Blöcke, die von oben fliegen, die werden halt langsam zu dem Boden gemacht und so weiter. Jetzt kommen hier zum Beispiel Türen dran, Fackeln. Jetzt kommt das zweite Stockwerk, die Wände davon. Nochmal eine Tür hier oben, Glas und das sieht wirklich echt heftig aus. Also wie alles so nacheinander erstellt wird. Zum Beispiel auch hier die Zäune. Ich kann hier auch just for fun mal hingehen und ich glaube, das backt zum Beispiel auch nicht rum, oder? Wenn ich jetzt hier einfach mal rumlaufe, backt es rum. Ich glaube nicht. Dann sind wir hier einfach in diesen Blöcken drin und
wenn man sich das Haus hier auch mal anschaut, es sieht wirklich mega cool aus. Also allein schon der Stil von einem Haus ist krass, aber dass es sich dann auch noch von selber stellt, ist umso heftiger. Das Haus von einem MC-Expert ist zwar kleiner und hat länger gedauert, aber ist natürlich auch der Sinn der Sache. Und ist natürlich auch was komplett anderes. Und jetzt haben wir zum Beispiel hier das Haus. Wir können hier mal ein bisschen rein. Ich schätze mal, das ist soweit ganz fertig, oder? Hier ist leider nicht viel Inneneinrichtung, ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Natürlich Fackeln, wir haben hier schön Licht. Und wir können leider auch nicht in das zweite Stockwerk hoch. Deswegen, wie kommen wir denn da mal hoch? Okay, hier sind sogar auch Zäune. Komm, da gehen wir einfach mal rein. Hier ist natürlich auch nichts drin, aber es sieht wirklich ziemlich cool aus. Vorne ist auch ein Reset-Knopf, können wir drücken. Hier steht zum Beispiel sein YouTube-Channel, go check out my channel. Und das Haus ist auch wirklich schon mega alt, also der macht auch nicht mehr so aktive Videos. Aber wir können das natürlich wiederholen und wir schauen uns ganz kurz nochmal den Weg hier an, wie der erstellt wird. Und es läuft einfach alles so smooth, es geht wirklich schnell, dass auch in so kurzer Zeit so ein großes Haus gebaut wird. Dann zum Beispiel hier natürlich erstmal die Steine, dann kommt jetzt gleich Holz dazu, nochmal ein bisschen die Wege hier. Das Haus hat sich schon wieder von selber aufgebaut, das war es jetzt erstmal so zu diesem Video. Falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das natürlich auch gerne mal machen, würde mich freuen. Und ansonsten sehen wir uns natürlich morgen wieder im neuen Video. Haut rein und ciao!